Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hi. Heute vierter und letzter Blog mit Thomas in Köln. Du hast es ja verraten irgendwann. Kölner, wie heißt es? Kölner Sauerland? Nee, Kölner Umland? Köln-Bonner Bucht. Köln-Bonner Bucht. So. Das ist deine Aufzuchtanlage, die du über den Winter warm über den Winter bringen willst? Eigentlich ist es mein Teich, bevor ich den Genesis-Teich hatte. Da schwammen die ganzen Tiere, außer die von uns. Die großen waren da waren also drin. 5 große drin. Und der erste Blick von Genesis-Mitarbeitern, hoffentlich ist der Teich bald fertig, dass die Tiere rüberkommen. Ne? Aber es ging. Wie viel Liter hast du da drin? Also inklusive dem PE-Behälter, der als Biofilter dient, habe ich ungefähr 4 Kubikmeter drin. Ne? Bei den geschätzten 4 Kubikmeter wieder. Also ich sage Ihnen ehrlich, wenn ich sowas sehe im Garten außen, ich bin immer ehrlich. Weißt du, was ich da sehe vor meinem geistigen Auge? Eine Folie. Erstickte Fische, weil aus irgendeinem Grund der Strom ausgefallen ist, die Temperaturen hoch werden aufgrund der Aufzucht und dann reicht der Sauerstoff nur für wenige Stunden häufig. Wie viel Grad Wassertemperatur hast du momentan? Ich schätze 18. Der Tim wird es nachher messen. Du schätzt 18. Aber ich habe einen Thermometer drin. Und wie viele Fische hast du drin? Das sind ein Ginrin Nanashi Asagi drin. Mit aus knapp unserer Auktion? Ja, genau. Komm, wir decken schon mal auf nebenher. Ja, und von 68 cm. Dann ist ein Kujaku drin von ungefähr 30 cm. Und 2 Pilotfische, das sind 2 von der Lufthansa? Ja, genau. Die sind extra dafür angeflogen worden. Nein, das sind 2 Fische aus einer Nachzucht. Die hatte ich mal reingesetzt gehabt, weil die so schönes Ginrin hatten. Wie deckt man? Ich habe das noch nie aufgedeckt. Wenn ich es aufdecke, ist vielleicht nachher das Zudecken wieder schwierig. Man kann das jetzt einfach so. Also das ist jetzt so typisch japanisch. Genau so würden das Japaner machen. Ich bin fast Loch, abdichten, Heizstäbe rein, Bambusstäbe drüber, Netz drüber, Folie drüber und dann. Oh, sore wa ike dane. So. Was heißt? Das ist ein geiler Teich, ein schöner Teich, ein guter Teich. Sage ich jetzt einfach. Nachher sitzt du bei Google Translator. Sore wa ike dane. Das funktioniert. Das sieht geil aus, auch die Steine sehen geil aus. 1 Meter tief. Ja? So. Jetzt ein paar Tipps von meiner Seite. Mach's nicht zu warm. 18 Grad ist 5-mal so sicher wie 25 Grad, weil da fühlen sich die Leute dann auch schnell dazu verleitet, das so zu machen. Dann hast du natürlich sehr viel mehr Sauerstoff da drin, wenn die Wassertemperatur niedriger ist. Die Fische wachsen natürlich bei 18 Grad deutlich langsamer, wenn sie überhaupt noch sonderlich sichtbar wachsen. Und dann für alle mal einen ganz geilen Tipp für solche Anlagen, Handfütterung. Ja? Wenn ich jetzt Handfütter und jetzt noch sehe, alles funktioniert, meine Belüftung läuft, die Belüftung würde ich mir auch mal dahin machen. Komm mal her, Tim, und zeig das mal. Du popelst ja immer nur hier ein Loch auf und feuerst ein bisschen was rein. Ob die Belüftung läuft, siehst du da nicht. Aber ich sehe die Fische, weil bei der Belüftung sah ich die Fische nicht mehr. Ich habe das vorher schon vorne gehabt, ja, das aber ist, es war nicht mehr einsehbar. Dann solltest du einen Kompromiss finden, dass du die Belüftung und die Fische siehst. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Dann mach die Belüftung hier ans Eck, dass du sie hier dann wieder die Fische siehst. Weil das ist echt doof. Mhm. Aber das, was ich sagen will, warum ich solche Anlagen nicht mit dem Automat füttern würde, zwischen 2 Fütterungen. Wenn ich jetzt sehe, es ist alles in Ordnung und ich fütter, dann weiß ich, die haben einen erhöhten Sauerstoffbedarf für die nächste halbe Stunde, Stunde. Mhm. Ja, dann steigt der Sauerstoff wieder. Und wenn dann bis zur nächsten Fütterung die Belüftung ausfallen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überleben, deutlich besser und deutlich höher, als wenn dann schon nach unten geht. Und dann fällt die Luft aus und dann geht es weiter runter, weiter runter, weiter runter. Wie viele Luftpumpen hast du hier? Da vorne hast du 2. Da ist eine 80er dran, die belüftet den Teich und was den noch Biofilter. Für eine? Dann ist es die Pumpe, die das Wasser fördert. Und, ja, und wie viele Luftpumpen hast du? Eine Luftpumpe. Also dann holst du für den Winter deine 40er Luftpumpe, von da drüben holst du hier mit her, dass du hier 2 hast auf 2 Stromkreise und da drüben machst du nur die 80er. Was dir hier zugute kommt, ist, dass du extrem viel Wasser für extrem wenig Fisch hast. Mhm. Wir haben jetzt zwar noch einen Chagoi dabei, der dich echt begeistern wird, kann ich dir versprechen, aber das ist wirklich auch da wieder japanisch, Ansenno Tamini. Das sagen sie, wenn du in ein japanisches Flugzeug reinsteigst, kommt das in der Durchsage und das heißt aus Gründen der Sicherheit, aus Sicherheitsgründen. Ja?
So, das ist von unserer neuen Karashi-Blutlinie, wo ein paar Chagoi mit rauskommen, ist das der erste Fisch, den wir persönlich beim Kunden ausliefern. Ein hellgrüner Chagoi, den Tim heute Morgen gefangen hat und verpackt hat. Den wolltest du unbedingt haben. Wie viele Zentimeter hat er? 24? Ja, so, unglaublich. Die hatten normalerweise um die Jahreszeit 15, 16 Zentimeter. Der kommt aus der Gruppe, wo 2 Zentimeter in der Woche macht. Bei 27 Grad. Hier jetzt natürlich nicht, aber ich würde es dann auch bei den paar Fischen belassen. Und das ist natürlich der entscheidende Tipp. Wenig Fisch. Ja, das ist Fische und Filter bei hohen Temperaturen brauchen etwa gleich viel Sauerstoff. Und wenn ich wenig Fisch habe, braucht der Filter wenig. Und dann habe ich halt da echt Vorteile. Aber ich habe da vorne einen kleinen Wasserfall, der unabhängig von der Membranpumpe ist. Ich klappe mal hoch, der produziert auch Sauerstoff. Nee, macht er nicht. Das glaubst du nur, Thomas. Ich habe das mehrfach gemessen. Das kannst du nahezu vergessen, das geht gegen null. Was dir helfen würde, was dir wirklich helfen würde, und auch den Fischen, was die Schönheit angeht, da denkt auch niemand dran. Wenn du das nicht mit so einer dreifachen Noppenfolie abdeckst, sondern dir eine Klarglas-Makrolon-Doppelstegplatte drüber machst und die seitlich dann ein bisschen abdichtest, aber auch hier wieder nicht hermetisch abdichten, ja, dass überhaupt gar keine Luft mehr zirkulieren kann, weil auch das wird im Notfall über ein paar Stunden entscheiden. Je mehr Licht reingeht, auch Winter machen auch Algen machen im Winter die Photosynthese. Sprich, auch dann wird CO2, was die Fische abatmen, in Sauerstoff durch die Algen umgesetzt. Wenn du dunkel abdeckst, sorgt das CO2 nur dafür, dann bleibt es ja im Wasser oder wird ausgegast, dass der pH-Wert sinkt. Wenn es die Algen aufnehmen und Sauerstoff produzieren, hast du zumindest tagsüber wieder eine gewisse Sicherheit, dass nichts passiert. Ich bin ja mal gespannt, wie die Wasserwerte sind. Können wir die mal messen? Nö. Okay. Wir messen die. Ammoniumnitrit brauchen wir nicht messen, das ist in Ordnung. Das kriegt man in so einem alten Teich wirklich nicht krank. Kaputt. Zeig mal, Tim, deinen Filter kurz. Der Filter, einmal habe ich hier vorne. Es ist allerdings so die Anfangsphase der Koi-Geschichte. Ne? Das ist mein Biofilter von 750 Liter. Und hinten habe ich noch 4 Biotech 10 als Schwammfilter. Und die habe ich dann. Ist das dieses Oase-Markenprodukt? Ja, genau. Ich vertrete hier die Firmen Genesis und Oase. Wir und mögen Konishi. Dich. Und Konishi, so. Ich kann da mal zeigen, hier vorne habe ich hinter dem Gras habe ich die Filterzone. Und da habe ich die Filter gekoppelt. Tim, legt die Kamera weg, wir müssen evakuieren. Nein, jetzt erschreckt doch nicht. Was schätzt du denn? Wie viel Sauerstoff hast du da drin? Du sagst 18 Grad, schätzt du. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich noch nie Sauerstoff gemessen habe, weiß ich nicht, was jetzt gut und schlecht ist. 10 Milligramm, 10,3 hast du drin, allerdings bei 16 Grad und nicht bei 18 Grad. Mhm. Dann hast du 8,3 pH. Was schätzt du, was du für ein Salzgehalt hast? Der war auch bei 6,0 durch die neuen Fische. Und ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich bei 0,6. Ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich bei 0,4 ist. Ja, 0,47. Mhm. Also das passt, da wird auch kein Nitrit drin sein. So, also die Wasserwerte passen, wenn du dich an die Tipps setzt. Jetzt interessiert mich aber die Filterung auch noch, weil das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Das ist aber jetzt im Endeffekt die letzte Phase der Filterung, das ist so ein bisschen biomäßig. Die 750 Liter. Genau, und hinter dem Gras habe ich 4 Biotech 10, also wir müssen da lang gehen. Das ist alles Oldstyle, aber es funktioniert. Redest du mit deinem Hund auf Gebärdensprache, weil der versteht ja gar nichts mehr, gell? Ja, aber das Essen und Spaziergänge versteht er. Das versteht er. Gehen wir spazieren? Essen wir was? Versteht er nämlich nicht. Also, wo sind die Biotech? Oh, jetzt kommt er. Ach Gott, die sind ja süß. Und da machst du im Prinzip über Schwämme deine Vorfiltration. Ja, genau. Aber da kann ich dir schon versprechen, wenn das unabgedeckt ist hier und unisoliert. Es kühlt aus. Da wirst du 18 Grad niemals halten können. Aber was ich dir sagen muss, so eine Anlage ist eigentlich mega geil. Wenn man wir haben letztens eine Luftwärmepumpe gesehen, die war so groß. Ja? Das war voll geil. Und sowas musst du dir holen für das Ding. Die kannst du hier noch hinstellen.
Und wenn du von Mai bis Ende September das Ding warm hältst, in deinem Jumbo-Tosa, aber du siehst ja, deine Nasche ist ja auch nicht so groß für die Anlage, da kannst du richtig Fische vorziehen. Und ich sag mal, auf 70, 75, auch in Karaschi 80 cm kannst du da machen und dann rüber in den Teich, dass du im Teich mehr oder weniger die Old Ladies hältst und dann hier so vorziehst. Weil, das habe ich letztes schon mal im Blog gebracht, die Gefahr, dass wenn man beides, hier können wir mal aufmachen, wenn man beides gleichzeitig in einem Teich hält, dann fressen die Alten zu viel und die Jungen zu wenig. Und das funktioniert. Also, da kann ich dir auch versprechen, du könntest die 750 Liter, du machst das nicht, aber theoretisch könntest du die da unten ausschalten, wenn das eine alte Anlage ist. Da ist so viel Biologie drin, das ist der absolute Wahnsinn. Aber du hättest wahrscheinlich deine Anlage, auch hier wieder zum Einfahren von Anlagen, hätte man vorne, ich schaff das, hätte man zwischen die Bürsten diese Schwämme gelegt, ja, das wäre das Effizienteste gewesen, was man fürs Einfahren hätte tun können. Super. Also jetzt weißt du, dass du 16 Grad hast und dass da jetzt nicht zu viel noch gefüttert wird. In diesem Sinne, jetzt setzen wir noch den Fisch um. Und bis die Tage.